Die Schere im Charlottenburger Derby kann größer nicht sein. Tabellenführer Tennis Borussia empfängt im Mommsenstadion Schlusslicht Hertha 06. Dennis Kutrieb muss trotzdem in die Trickkiste greifen. Nach der ersten Saisonniederlage bei Neustrelitz fallen nun auch Nils Göwecke aufgrund eines Jochbeinbruchs und Sefer Karaman wegen einer Gelb-Rot-Sperre aus. Dies sind nur zwei Ausfälle auf einer langen Liste bei TB. Hertha 06 hingegen durfte gegen Viktoria Selo den ersten Sieg in dieser Spielzeit feiern. Trotz alledem trägt der Favorit in diesem Spiel die Lila-Trikots. Das macht TB von Minute 1 an klar. Nicht mal 30 Sekunden auf der Uhr und der Ball kommt zu Schmunk. Der sieht in der Mitte Rabiga, der legt mit der Hacke auf für Gelici. Der hat ein bisschen Platz, dribbelt sich durch und scheitert an Braunsdorf. Der verwehrt ihm sein fünftes Saisontor. Einwurf für Schmunk, der bringt ihn auf Rabiga. Der setzt sich durch gegen Oellers und macht das 1:0. Für TB. 23 Minuten Dominanz zahlen sich aus. Vincent Rabiga trifft zum fünften Mal in dieser Saison. Oellers, der 2017 bei TB gespielt hat, sieht im Zweikampf kein Land. Die Gäste haben Schwierigkeiten, eine Antwort auf diesen Rückstand zu finden. Ein Freistoß kann Abhilfe schaffen. Aivas bringt ihn rein und der kommt richtig gefährlich. Ob Aktaş da noch dran war, lässt sich aus unserer Perspektive nicht sagen. Aivas fordert den Eckball. Es gibt aber nur Abstoß und der Schiedsrichter pfeift später nochmal auf Freistoß, dieses Mal für die Hausherren. Das ist eine Aufgabe für Nikolai Matt, dem Standardexperten. Der bringt den rein, der Ball landet in der Mauer und kullert ins Tor. Braunsdorf kommt nicht mehr dran, ein glücklicher Freistoßtreffer für Nikolai Matt. Das wird ihn aber nicht weiter interessieren, sein 10. Saisontor. Damit ist der Verteidiger der Top-Torschütze von TB. Mit glücklichen Mienen geht es bei den Lila-Weißen in die Pause. Im zweiten Durchgang bleibt alles beim alten TB weiterhin dominant. Das ist Gürklis. Der wird dort von Bassaran weggecheckt und Seidel pfeift auf Elfmeter. Es kommt noch bitterer für die Gäste. Bassaran hat schon gelb gesehen und sieht jetzt gelb-rot. Diese Entscheidung bedarf keiner Diskussion. Eine klare Angelegenheit. Und erneut steht Matt bereit. 5 seiner 10 Tore erzielte er vom Punkt. Matt gegen Braunsdorf und Matt schießt vorbei. Ein ungewohntes Bild. Es ist der erste Elfmeter in dieser Saison für Matt, der nicht im Netz landet. Dadurch bleibt Hertha 06 eine kleine Chance, ins Spiel zurückzukommen. Aber TB macht keine Anstalten, die Gegner kommen zu lassen. Stattdessen kommt Steinpilz. Der sieht in der Mitte Rabiga. Braunsdorf pariert. Doch Rabiga hat die Ruhe und den Platz und macht den Nachschuss rein. Er findet die Lücke zwischen drei Hertanern auf der Linie. 3:0 Doppelpack für Vincent Rabiga, der anzeigt, dass er raus muss. Er hat einen Schlag abbekommen. Doch er ist kein Fall für das ohnehin schon große TB-Lazarett. Der Wechsel ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Für ihn kommt Marco Perkovic. Und der neue Mann lauert direkt in der Spitze auf die Hereingaben. TB weiterhin am Drücker. Hertha 06 sieht das gegnerische Tor nur aus der eigenen Hälfte. Der Ball landet bei Schmunk. Der dribbelt sich um die Verteidigung. Versucht es selber. Braunsdorf pariert doch. Perkovic staubt eiskalt ab. 4:0. Wobei hier möglicherweise eine Abseitsposition vorliegt. Aus unserer Perspektive ist diese Situation nicht eindeutig aufzulösen. Nichtsdestotrotz ist es das zweite Saisontor für die erste Mannschaft von Tennis Borussia für Perkovic. Bei der Reserve in der Landesliga hat er bereits 5-mal eingenetzt. Vor rund 545 Zuschauern hat Hertha 06 keine Chance gegen den Tabellenführer und gegen den direkten Nachbarn. TB geht immer wieder auf das nächste Tor. Der Ball landet im Rückraum bei Perkovic und der macht das 5:0. Aber auch hier gibt es wieder Diskussionsbedarf, da Iraki möglicherweise dem Keeper die Sicht verbirgt. Wir können das aus unserer Perspektive wieder nicht zweifelsfrei auflösen. Perkovic mit seinem Doppelpack innerhalb von 4 Minuten. Danach ist Schluss. Es gibt noch einen kleinen Diskussionsbedarf zwischen den Spielern nach Abpfiff. Es bleibt aber weitestgehend friedlich. 5:0 gewinnt Tennis Borussia Berlin gegen eine schwache Mannschaft von Hertha 06. Dennis Kutrieb bewertet den Auftritt seiner Mannschaft. Wenn ich nach 30 Sekunden, fast blank vorm Tor stehe, dann muss ich den einfach einhauen oder zumindest erstmal aufs Tor bringen. Das haben wir dann in dem Moment nicht hinbekommen. Da habe ich mich dann natürlich schon geärgert. Aber ja, im Nachgang, wenn du 5:0 gewinnst, dann musst du schon zufrieden sein, weil sonst nimmt dich die Mannschaft irgendwann nicht mehr ernst, wenn du nach dem 5:0 mit den Jungs stehst und sagst, dass du unzufrieden bist oder weiß was ich. Also von daher müssen wir schon die Kirche im Dorf lassen.
Und am Ende verteidigt TB die Tabellenführung in der Oberliga und setzt ein Zeichen Richtung Konkurrenz. Bis zum nächsten Derby gegen den abstiegsbedrohten CFC trägt die Fußballvorherrschaft in Charlottenburg lila und weiß. Lila, weiße, lila, weiße, hey, hey, lila, weiße, lila, weiße, hey, hey, lila, weiße, lila, weiße, hey, hey, lila, weiße. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.